Wunderbar. Das ist glaube ich, fast. Das ist, nee, ist nicht das erste Mal, aber ein sehr, sehr aktuell noch eine große Rarität, dass wir nicht mit einem Double Trailer fahren. Wie viel Tonnen waren das nochmal? 15 Tonnen, genau. Dann würde ich mal sagen: Abfahrt. Wann sind wir da? 14.14 14 Uhr, okay, wir sind im Zeitrahmen. Ich glaube, ich mache es halt doch schon ab jetzt. Ich meine, warum warten? Vexieux, willkommen. Und wieder auf die E6 bzw. E20, wie auch immer das ist. Okay. War jetzt zu flott, da kommen wir auch gegen. Oder auch nicht. Als ob es geplant wäre. Ein interessantes Rums-Geräusch. So habe ich es noch nicht gehört gehabt. Ich kann mich aber auch täuschen. Ich will das aber auch daran, weil es halt nur eine von dieser Soundpassage war. Und nicht die volle. Kann natürlich auch sein. Schon mal so, als ob ich nichts gesagt hätte. Wait a second. Darf ich überhaupt? Ich darf 85 fahren. Puh. Wir wollen es ja möglichst akkurat machen, ne? Wenn der Trailer sagt, du darfst nur 70, dann fahren wir auch nur 70 oder 75. Also, ja gut, eigentlich sollten wir dann auch nur 70 fahren. Das heißt, jetzt sollte ich mir mal in den Aufstiegern den Aufliegern gleich nochmal angucken, die jetzt im ganzen Pack mit drin sind, welche darunter zählen und welche nicht. Und je nachdem, was einfacher zu merken ist, das merke ich mir dann die Reihe. Wenn auf gefühlt nur drei Stück keine Begrenzung drauf ist, dann merke ich mir halt nur die.
Dass ich ja nicht auch da nicht gucke, was das ist und so weiter. Überraschend, dass hier keine Leitplanke direkt ist, obwohl da so viele Steine sind. In Realität kann ich mir gut vorstellen, dass da irgendeine Barriere wäre. Dass die ganz doofen da nicht gegenfahren. Und wieder hoch auf 80, ja gut, dann am besten aber auf 77, wir kennen ja die KI. Jetzt ziehen wir sie halt ein bisschen hinter uns her, die KI, aber kommen halt nicht zu nah vorne ran. Vor allem nicht auf einspurigen Streckenabschnitt. Und das wieder runter, diesmal auf 68. Um auf dem zweistelligen, wie kommen wir jetzt auf zweistellig, auf den zweispurigen Abschnitt wieder ein bisschen mehr Gas zu geben. Wobei wir jetzt da ähnlich wieder runter gehen auf 70. Oder sogar 50. Perfekt. Und es fängt wieder an zu regnen. Nicht perfekt. Und es geht wieder auf die Autobahn. Ei. Gott, ist der Regen laut. Meine Güte, da muss man ja richtig gegen anreden. Hey, der Witzke.
nur hier mal den Fakt, dass ich gar nicht gebedingt habe. Wo das Regenwahrscheinlichkeit ziemlich gering ist, ist. Haben aber ziemlich viele Gewitter gerade gehabt. Moment, wenn jemand anruft, so habe ich die Kurve verpasst, Anruf annehmen willst und der Anruf auflegt, läuft. Ja, das mit X, das war aber nix. Okay, dann machen wir 74. Immer noch gegen den Regen anreden. Und den Tempomat vielleicht auch wieder auf. Ich würde sagen, auf 68 stellen, aber vielleicht auch auf gar nichts stellen, hier meine Liebe. Aber ein bisschen noch langsamer fahren. Kann man mal machen. Super Idee. Aber schön, dass die KI so realistisch ist. Hä? Ah, ja, okay, ich übersteuere gerade doch schon ziemlich hart. Zum Teil. Haben wir schon wieder was geschafft? Nee, die Schicke. Ja, oder auch nicht. Anruf gleich wieder da. Wir sind ja gleich im Wechsel. Ich habe das Gefühl, ich sitze wieder falsch.
Ach ja, Vexil. Kommen wir so einige Erinnerungen an die ganzen jetzt zwei Multiplayer-Folgen. Oh, really? Regen wird weniger hervorragend. Muss ich auch nicht mehr so scheinen. Ich hab's ja echt gerade mit dem Bremsen hier, ne? Würde auch hoch sollen. Einmal ja. Oh, läuft, ne? Perfekt zum Abladen, würde ich sagen. Ausgezeichnet Luxus-SUV ist von Göteborg nach dem Wechsel geliefert. Das ist jetzt mal ordentlich, was hier. 281 Kilometer, 4,5 Stunden, 121,5 Liter und insgesamt 6.192 Euro und 477 Erfahrungspunkte. Fortfahren.